Schönen guten Tag, mein Name ist Arne Lietz. Ich habe heute einen Gast hier, Herrn Janssen, Leiter des Sekretariats für nachhaltige Textilien. Herzlich willkommen im Europaparlament. Ja, vielen Dank. Ich bin Europaabgeordneter für die SPD aus Sachsen-Anhalt und ich mache im entwicklungspolitischen Bereich ein Thema seit Beginn meiner Amtsperiode. Ich habe ein Thema genannt in meiner ersten Rede, nämlich, dass wir ein Textilbündnis haben in Deutschland, die sich der Nachhaltigkeit und auch den sozialen und Umweltstandards im Textilbereich verpflichten. Und mein Ansatz war, das ist doch ein gutes Momentum. Handelspolitik ist Europapolitik, also müsste man das europäisch machen. Und dementsprechend bin ich dann mit dem Bündnis in Kontakt gekommen. Die Kommission hatte eine Flaggschiff-Initiative angesagt und zugesagt. Dort habe ich sogar auf einer Konferenz gesprochen. Die kam aber irgendwie nie raus. Vor dem Hintergrund haben wir dann selber einen Parlamentsbericht im Europaparlament gemacht und parallel eben das deutsche Bündnis mitbekommen und viel gelernt. Und Herr Janssen, Sie sind für das Bündnis unterwegs. Was ist das Deutsche Textilbündnis? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das Deutsche Textilbündnis wurde Ende 2014 von Bundesminister Gerd Müller initiiert, ins Leben gerufen und hat sich mittlerweile zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, eine Erfolgsgeschichte, die weitergeht. Das Bündnis hat mittlerweile in Deutschland 150 Mitglieder aus allen wesentlichen Akteursgruppen, also Unternehmen, Verbände, die Bundesregierung ist dabei, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und Standardorganisationen, die gemeinsam am Thema Nachhaltigkeit und Fairness in Textillieferketten arbeiten. Wir haben, wie gesagt, mittlerweile im vierten Jahr des Bestehens des Bündnisses schon eine Menge erreicht. Aber wie ich vorher auch schon gedeutet habe, ist, dass das Bündnis sich weiterentwickeln muss, mehr Breitenwirkung erzielen muss. Und da spielt natürlich die europäische Ebene für das Bündnis für nachhaltige Textilien eine sehr große Rolle. Einerseits ist es wichtig, dass irgendwer anfängt, ja, ein Nukleus, wo es losgeht. Aber dann muss man als nationale Initiative in einem internationalen Geschäft sehr schnell nach Partnern, nach Umsetzungspartnern, nach Gleichgesinnten suchen, die finden und mit denen auch entsprechende Vereinbarungen eingehen, damit wir die Breitenwirkung erzielen können. Für uns war der erste Partner oder ist der erste wirklich wichtige Partner die niederländische Vereinbarung für Textilien, die sehr ähnlich gestrickt sind wie das Textilbündnis. Mit denen haben wir Anfang des Jahres eine strategische Partnerschaft beschlossen und wollen jetzt gemeinsam den Weg auf europäischer Ebene bereiten. Wir haben die Situation gehabt, insbesondere durch die niederländische Ratspräsidentschaft. Ich erinnere auch noch gut unser erstes Treffen mit den niederländischen Kollegen, wo es ja auch in anderen Themen europäisch mittlerweile vorangeht. Wir haben beispielsweise das Thema der Konfliktmineralien. Dort haben wir schon rechtlich verbindliche Schritte. Das ist ein sehr weites Themenfeld. Auch die Europaabgeordneten sind hier sehr weit auch in den Forderungen gewesen. Wir haben eine Resolution gesetzt vom Europaparlament zum Thema Textilien, um der Kommission, die ja bis jetzt ihre Initiative nie gebracht hat, voranzubringen. Und einer der Punkte, wo wir schon Standards haben und wo wir gerne ansetzen wollen, sind die OECD-Standards. Das ist mittlerweile schon eine Übereinkunft zwischen Gewerkschaftsvertretern, zwischen Unternehmen, zwischen Beteiligten. Vielleicht können Sie kurz erklären, was die OECD-Standards für Sie bedeuten und ob das beispielsweise das erste Level wäre, wo man einsteigt, wo man sagt, nehmen wir das doch mal als Standard und zwar für Europa. Also das ist für uns, da ist die Entscheidung im Textilbündnis relativ früh gefallen. Der Standard oder die Vorgehensweise, den sich das Textilbündnis verschreibt. Es handelt sich dort um die sogenannten unternehmerischen Sorgfaltspflichten für das Unternehmen selbst und seine Lieferkette. Hier geht es darum, dass Unternehmen sich so aufstellen von ihren Managementprozessen, dass sie mit den Herausforderungen, die es insbesondere in der Lieferkette gibt, professionell umgehen können und überhaupt Ergebnisse erzielen können. Es umfasst zum Beispiel die Kenntnis der eigenen Lieferkette. Das hört sich einfach an, ist es aber nicht. Es umfasst das Thema Risikoanalyse. Wo liegen denn überhaupt die wirklich schwerwiegenden Probleme in der Lieferkette? Auch das weiß man häufig gar nicht. Und erst dann sind wir ja da, wo wir mit Aktivitäten zur Verhinderung von Kinderarbeit, zum Umgang mit existenzsichernden Löhnen, zur Senkung des Fußabdruckes und der Umweltschäden in der Textilproduktion kommen. Und also für uns sind die OECD-Leitlinien für den Due Diligence-Prozess leitgebend. Und das haben wir mit den Niederländern gemein.
Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir dies als gemeinsame Sprache in der Nachhaltigkeits-Community nehmen möchten, wollen und auch in die Breite tragen. Da arbeiten wir eng mit der OECD und anderen Organisationen zusammen, um das zu schaffen. Das ist für uns ganz spannend, weil wir hier selbst einen breiten Konsens hatten, die Sorgfaltspflichten rechtlich verbindlich zu machen. Aber hier jetzt die nächsten Schritte erstmal zu gehen, und die OECD ist so das Grundlevel, was ja spannend ist, dann auch erstmal zu erreichen. Das wäre schon ein weiter Schritt. Wie ist denn die Resonanz in Europa? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wollen Sie auch mit den Niederländern ein bisschen in Europa werben? Letztendlich das, was wir als Parlament auch nicht geschafft haben, jetzt auch die Kommission dazu zu bringen. Und die Kommission muss sich ja neu aufstellen in den Themenfeldern. Das ist ja auch in anderen Themenbereichen auch noch wichtig. Welche Länder sind auch noch in dem Textilbereich zumal grundsätzlich unterwegs? Sicherlich sehr interessant sind. Also zunächst mal möchte ich sagen, wir können natürlich als Textilbündnis in Deutschland nicht der Kommission irgendwie Vorschriften machen. Was wir machen wollen, ist zu zeigen, dass das Sorgfaltspflichtenkonzept etwas ist, das tatsächlich zu Ergebnissen führt, und zwar in der Breite. Wir wollen eigentlich weg davon, Pilotmaßnahmen irgendwo zu initiieren, die 2-3 Jahre etwas bringen, bewirken und dann wieder im Sande zu laufen, verlaufen. Wichtig ist für uns, wie gesagt, diesen breiten, konsensualen und kooperativen Weg zu finden. Auf europäischer Ebene sind die Niederländer die einzige Initiative, die so gestrickt sind wie das Bündnis, das hatte ich bereits gesagt. Interessant sind natürlich die skandinavischen Länder, die in allen Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Fairness sicherlich auch immer zu den Vorreitern gehören. In der Europäischen Union hat sich nun auch in Spanien eine Initiative gebildet, die, mit der wir im losen Kontakt sind und schauen, wie wir dort in Zukunft schneller und auch kurzfristig vielleicht zu Ergebnissen kommen. Sie hatten vielleicht als letztes noch zu dem Punkt die Skandinavier genannt. Es gibt in Dänemark immer sozusagen Fashion Summits jedes Jahr, und ich war dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei. Dort hat der französische Botschafter eingeladen zu einem Mittagessen und wurde ein Projekt vorgestellt, was neu ist, nämlich das heißt ACT. Und da geht es darum, dass sozusagen Grundeinkommen sozusagen ermöglicht werden für die Näherinnen und Näher, für alle die in der Textilkette unterwegs sind. Das Textilbündnis hat das für sich inhaltlich auch besprochen. Vielleicht können Sie mal kurz aus Ihrer Perspektive beschreiben, was ACT heißt. Wir haben darüber hier gesprochen letzte Woche bei den entwicklungspolitischen Tagen in Brüssel und welche Bedeutung das hätte. Ja, ACT heißt Action Collaboration Transformation. Und fokussiert sich sehr stark, das hatten Sie schon gesagt, auf das Thema existenzsichernde Löhne. Ein Thema, das in seiner Breite vielfach unterschätzt wird. Es ist also mit das dickste Brett, das man in diesem Bereich bohren kann. Deswegen hat sich das Textilbündnis dem ACT-Ansatz verschrieben und auch mit ACT eine strategische Partnerschaft zur Bearbeitung dieses Themas beschlossen. Hier geht es grundsätzlich darum, dass das Thema sozialer Dialog, Vereinigungsfreiheit, insbesondere Gewerkschaftsrechte gestärkt werden, um auf nationaler Ebene in Produktionsländern Living Wages, also tatsächliche existenzsichernde Löhne zu verhandeln oder zumindest ein signifikantes Ansteigen der Mindestlöhne. Existenzsichernde Löhne heißt ja nicht gleichzeitig, dass es auch die Mindestlöhne sind. Da gibt es ja häufig eine große Diskrepanz. Gleichzeitig möchte ACT seine Mitglieder, das sind große Marken, aber auch Industry All als Gewerkschaftsverband dazu verpflichten, die eigenen Einkaufsbedingungen und das Vorgehen, wie Brands and Retailers, also Marken und Handel, mit ihren Lieferanten umgehen, so zu gestalten, dass die Lieferanten überhaupt in die Lage versetzt werden, existenzsichernde Löhne zu zahlen. Also eine zweiseitige Vorgehensweise. Verhandeln von höheren Mindestlöhnen in Richtung existenzsichernde Löhne und gleichzeitig, dass die Verpflichtung, die Selbstverpflichtung der Marken und der Händler, dies nicht zu unterminieren, sondern zu fördern, indem sie ihre Geschäftspraktiken anpassen. Und da sind wir, wie gesagt, mit ACT zusammen auch dabei. Ein spannender Ansatz. Wir unterstützen das auch von Seiten des Europaparlaments. Herzlichen Dank für all Ihre Initiativen. Auch wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung mit den Niederländern zusammen in der niederländischen Botschaft. Das ist toll, dass es hier diesen Verbund gibt, und viel Erfolg für die nächste Zeit. Wir haben jetzt noch ein Dreivierteljahr im Europaparlament, wo wir das noch mit unterstützen können. Dann wird neu gewählt, dann wird die Kommission noch neu zusammengesetzt, und ich hoffe, dass das Thema
über die Europawahlen hinausläuft. Ich hoffe auch, dass wir das politisch, möglichst überparteilich auch weiter begleiten. Ich setze mich jedenfalls dafür ein. Das Thema ist sicherlich auch weiterhin über die Europawahlen hinaus aktuell. Alles Gute. Danke.